Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Feuerrot in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich war nur mal schnell unterwegs und habe mein Team ein bisschen geheilt. Bobby hat natürlich noch ein bisschen Schaden genommen, als wir durchgetravelt sind, aber das ist alles kein Problem, denn wir kümmern uns jetzt um diesen Typen da. Hallo, wir sind Team Rocket, das ist schön für dich. Was hast du denn zu bieten? Er ist der Performer Wellington mit dem fantastischen Metang, okay. Mit dem machen wir kurz einen Prozess. Eruption! Übrigens, im PokeWiki Discord Server, da gibt es einen geilen Bubbly Emoji. Ich blende ihn hier euch mal ein. Es ist eine fantastische Sache, okay. Oh mein Gott, Leute, es ist Knuddeluff. Es ist der Gildenmeister! Er ist der Gildenmeister! Respektiert den Gildenmeister, meine lieben Freunde! Hallo, Gildenmeister! Du siehst mächtig aus. Hat das schon mal jemand gesagt, Gildenmeister? Ich liebe dich, Gildenmeister. Bitte teile deinen perfekten Apfel mit mir, Gildenmeister. So viel zum Gildenmeister, okay. Wir haben Wellington besiegt, den geilen Performer. Und er ist ziemlich sauer, habe ich gehört, okay. Hier ist nichts, okay. Was ist da oben? Da ist ein Typ. Hey, stopp. Ich habe diese Fossilien gefunden, diese meine. Aber wir kämpfen, der Limmel. Wer ist das? Er ist Dr. Doodly. Dr. Doodly. Okay, es ist Natu. Es ist Natu. Und der Spast lässt es regnen. Das ist absolut nicht gut. Bubbly ist ziemlich, gefickt, wenn es regnet. Das ist ein halbes Wasser-Pokémon, das viel es bringt zum Regnen. Oh, warte mal. Ah, okay, du machst nicht besonders viel Schaden. Oh, Bubbly, du bist ein Monster. Entwickle dich endlich weiter. Ich will dich zum stärksten Gildenmeister der Welt machen. Ich brauche einen Mondstein dafür. Das ist vielleicht nicht so optimal. Aber Bubbly, der wird zu den Gildenmeister, glaub mir. Der oh, da ging der Alarm los. Okay. Möchte ich Pokémon wechseln? Ich habe nicht gesehen, welches es ist. Ich nehme einfach mal Dracoli. Der Dracoli, der einzige ist ja noch nicht auf Level 21. Ist okay. Okay, wer stellt sich in den Weg, Dracoli? Das ist Shiggy! Warum ist das gerade alles so mächtig? Gegen Wasser-Pokémon Clamp, Toxic Crunch. Ach, Crunch. Knack die Schale dieses Shiggys auf und schlürfe seine Innereien! Das machst du gut so. Ich bin sehr stolz auf dich, Dracoli. Ja, es regnet immer noch. Das ist vielleicht nicht so optimal. Stirb jetzt! Ich hab Doodly besiegt! Oh, ich bin Doodly! Das ist cool. Ja, du kannst die Crystal haben! Okay, was haben wir? Helix-Fossil, die macht das Helix. Oder Sturm-Fossil. Ich bin Fan von Carputops. Moment. Ja, doch, Carputops ist dumm passiert, okay. Jetzt die Frage ist natürlich auch gerandomized oder nicht. Okay, dann nehme ich dieses hier. Nimm das Helix-Fossil mit, Brudi. Nimm das Helix-Fossil mit. Das ist interessant, ob da auch wirklich, das jeweilige Pokémon rauskommt. Wir sind draußen! Woo! Okay. Und ich weiß nicht, warum ich das denke, aber ich glaube, die beiden wollen kämpfen. Die sind ziemlich kampflos. Nein, ich möchte nicht meine Karte ansehen. Ich möchte gucken, ob ich irgendwie Heilungs-Items dabei habe. Ich habe eh keine Heilungs-Items dabei. Ich habe 12 Pouches. Doch, ich habe auch welche dabei. Okay. Schluck! Ja, das war nicht so noch effektiv. Nochmal! Schluck, Bubbly! Okay. Hallo, junge Männer. Ich bin voll brutal, Mann! Warte, was? Ultimative Power. Wenn du ultimative Attacke, was auch immer. Ich will doch nicht Glut lernen. Was zum Fick? Was ist das eigentlich gerade für eine Route? Warum ist sie so verwirrend? Und warum ist sie so anders als jeder andere? Das ist ein geschenkter Pokéball, nehmen wir mit. Tschüss, Tür 1!
Und TM1 ist natürlich, wie wir alle wissen, das fantastische Ice Punch. Ja, ist auch nicht heute, ne? Draculi, lernt die Scheiße! Ah, Toxi. Lernt die Scheiße nicht, wir heben uns das auf. Okay. Ich will da unten das Pokémon fangen. Gib mir ein Pokémon. Oh Mann! Gut. Wir haben ein Metapod. Wir haben eine fantastische Safcon. Fucking Safcon, okay. Endlich Safti. Du bist ein Safti, das sehe ich dir doch direkt an. Safti. Willkommen Team Safti. Willkommen im Team. Gucken wir uns Safti mal an. Sieht bedrohlich aus mit seiner Nase. Okay. Ey, ich hab's auf gute 4 getroffen, das hast du gut erkannt, okay. Inner Focus prevents flinching. Okay, das ist ziemlich gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wutanfall und Hydro-Pumpe. Safti, ich glaube, wir können große Freunde werden. Ich glaube, wir können große Freunde werden. Wisst ihr was? Egal wie lang die Folge jetzt ist, ich werde noch schnell Safti trainieren. Oh mein Gott, Safti entwickelt sich! Smetbo! Oh yeah! Hast du es bald? Fucking Smetbo. Ja, wir haben Smetbo bekommen! Oder auch butterfrei. Ja. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, dich zu trainieren, Safti. Es tut mir leid, fucking Lilip. Fucking Smetbo, okay. Du bist auch fast tot. Ich sollte das vielleicht ein bisschen verhindern. Aber hey, wir sind in Kerul City. Und wir haben ein nicht trainiertes Smetbo dabei. Ich würde auch sagen, Smetbo werde ich auch bis zur nächsten Folge trainieren, weil ich habe absolut keine Lust, dich jetzt noch weiter zu trainieren. Draculi. Dich trainieren wir. Moment mal, Moment mal. Hab ich ne. Ich hab doch. Ich müsste doch tatsächlich doch in der Höhle. Muss ich doch einen IP-Teiler gefunden haben. Tatsächlich, okay. Und wir haben das erste entwickelte Pokémon, Leute. Endlich hat es mal geschafft, ein Pokémon von uns, dass es sich entwickelt. Und entwickelt sich vielleicht schon. Ich kann ja sein, dass ich das noch weiterentwickle, ich weiß ja nicht. Bei einem Randomizer ist alles möglich, okay? Ich würde sagen, was in Cerulean City passiert. Oh fuck. Oder man kämpft da schnell gegen Tobi. Können wir natürlich auch machen. Habe ich absolut kein Problem mit. Okay, Flamara. Das sollte nicht das größte Problem für uns werden. Das kam jetzt wirklich ziemlich unerwartet. Fuck. Oh, großer Gott. Winger. Okay. Dollar. Nein, Dollar. Donnerblitz. Donnerblitz, okay. Der cool Trainer Toby. Fucking Walzer oder so, das ist, okay. Vernichte dieses Winger. Gut gemacht, Dollar. Gut gemacht. Revenge, das ist Move the identity of the target has hurt the user. Mach Haze weg. Er ist interessant, okay. Tentakel, was ist denn das für ein Vieh? Ist das Tangela? Das muss Tangela sein, oder? Oh, du bist du. Fuck, das ist nicht optimal.
Machen wir Eruption, einfach mal gucken. Snatch, Snatcher, Snatcher ist der Shit, okay. Ja, ich dachte, das macht ein bisschen mehr Schaden, aber macht es nicht. Hyper Fang! Auf das Snatchen! Oh fuck, das macht fucking viel Schaden, okay. Finde, dürfte kein heiliges Scheiß Problem werden, würde ich gerade sagen, aber guckt euch das an. Großer Gott, hör auf! Publi! Was sag jetzt nicht? Fucking! Das Fuckvieh hat einen Kadabra, ich glaube, es sagt, ein Dracoli ist fast tot. Folgendes. Okay, folgendes. Wir heilen dich mit der Top-Genesung. Naja, du hättest sogar überlebt, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Und dann machst du den Crunch und dann sollte Lucky Sense ziemlich tot sein, okay? So viel zu dir, so viel zu dir. Und Saft hat noch Level 14 bekommen, ist doch schön. Warum meinen sie so viele Kampfattacken, heilige Scheiße, Match Punch? Nee, ich bleib bei dieser Kampfattacke. Herrn Tobi besiegt. Und hey, Gasword, bla bla bla. Ja, okay. Vor uns, Mann, jetzt gehen wir nicht auf den Sack! Fame Checker. Was für ein Fame Checker, was ist das? Okay. Hier erwartet uns die Nugget-Brücke. Ein sehr, 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 sehr cooles, Ja, wir werden dann einige Kämpfe erwarten. Dann werden wir es vielleicht mal in der Arena versuchen. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, werden wir im nächsten Part sehen. Und bis dann und ciao.